wahrscheinlich Tausende, wenn nicht sogar 10.000 Schlepper. Tausende stehen noch vor Berlin. Meinen die allen Ernstes, wir machen hier einen Ausflug? Ich habe manchmal die Vorstellung, dass die glauben, die Bauern machen mal einen kleinen Ausflug. Wie lieb, wenn die mal irgendwo hinfahren, um eine Party zu machen. Wir stehen hier, weil es um unseren blanken Arsch geht. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Die kamen auf mich zu. Ich schätze mal, grob 30% haben mit Landwirtschaft gar nichts zu tun. Das sind Handwerker aus allen Bereichen. Den, da sitze. Wo sind die Nicht-Landwirte? Hände hoch. Guckt euch das doch mal an. Wir stehen doch hier alle zusammen. Wir stehen doch hier alle zusammen. Nicht, weil wir, wie Milber immer sagt, eine bessere Work-Life-Balance haben wollen oder eine 32-Stunden-Woche. Es ist doch bezeichnend, dass eine Berufsgruppe hierher kommt, die 48,5 Stunden im Durchschnitt arbeitet in diesem Land. Das ist doch abenteuerlich. Wir produzieren das wichtigste Gut auf diesem Planeten und wir müssen darum betteln, dass wir das weitermachen dürfen. Wie krank ist diese Gesellschaft geworden? In jedem anderen Land, ich schwöre es euch, in jedem anderen Land, da würde man auf die Knie fallen vor euch, weil ihr jeden Tag euch den Arsch aufreißt. Für was denn? Für einen Hungerlohn? Ihr geht ja noch nicht mal für Mindestlohn auf die Straße. Ich kenne viele Berufskollegen, die haben Geld dabei gelegt in den letzten Jahren. Und da müssen wir uns hier von der Hauptstadtpresse anhören, wir haben die größten Gewinne aller Zeiten gemacht. Ich frage mich, auf welchem Planeten leben die denn überhaupt? Wissen die denn, dass wir mit 115.000 Euro, wenn wir das überhaupt machen, dann immer noch die Angestellten bezahlen müssen und so weiter? Ist dir das überhaupt klar? Betriebskosten? Steuern? Lindner steht ja da und sagt, er braucht dringend Steuern. Der hätte übrigens heute zu Hause bleiben können, da hätte er sich einen Gefallen mitgetan. Alles, was er gesagt hat, war eine Tat. Und daran siehst du einfach, wie weltfremd Deutschland geworden ist. Damit meine ich nicht die Bevölkerung. Und jetzt sage ich mal was, was noch gar keiner gesagt hat. Nicht schuld hat unbedingt die Politik, die da sitzt, sondern ich sage euch, wer schuld hat. Die angebliche vierte Gewalt in diesem Land. Wie kann es denn sein, dass allen Ernstes so gehetzt wird, und das sagt man, wer von mir mal vor, gehetzt gegen eine Berufsgruppe, die dafür sorgt, dass man so nachhaltig Landwirtschaft betreibt, wie es auf diesem Planeten möglich ist, dann soll mir jetzt einer sagen, wer es besser macht. Wer macht es besser als die Deutschen? Ich glaube, doch kommt fast gar keiner mehr. Vielleicht noch unsere europäischen Nachbarn. Die sind auch so effizient wie wir. Aber wir müssen darum betteln, dass wir 21 Cent von dem beschissenen Diesel zurückbekommen, den wir so effizient einsetzen, wie es niemand auf der Welt macht. Normalerweise müssten doch die ganzen Klimaaktivisten hier stehen und sagen, Lindner, du bist bescheuert, gib den Bauern die Kohle, die machen es so umweltfreundlich, wie es nur geht. Aber nein, das macht man nicht, weil die Berichterstattung bewusst falsch gesteuert wird. Ja, ich sage das. Ich sage nicht, dass wir eine Lügenpresse haben. Aber ich sage, wir haben eine Lückenpresse, weil man bewusst bestimmte Dinge weglässt, um andere zu diffamieren. Genau das ist es, was ich jetzt sage. Weil es genauso ist. Es ist doch eine Unverschämtheit. Allen Ernstes dieser Berufsgruppe, die, wie gesagt, so nachhaltig und so umweltfreundlich, klimafreundlich, mit den höchsten Sozialstandards und den Tierwohlstandards überhaupt. Es muss doch jedem Tierschützer auch klar sein, wir können sicherlich besser werden, aber wenn es andere machen, dann haben wir gar keinen Zugriff darauf, wie wir das Tierwohl gestaltet. Wir können doch in Deutschland, wenn wir die heimische Tierhaltung behalten, immer noch Zugriff drauf haben. Die da drüben in dem Affenkäfig können immer noch sagen, ihr müsst uns so und so machen. Wenn wir weg sind, dann kommt es irgendwo her mit einem beschissenen Schiff aus Übersee und Brasilien. Es fahren 60.000 Schiffe jeden Tag auf den Ozean herum. Meint ihr, die fahren klimaneutral? Natürlich nicht. Und dann sind auch die Steuereinnahmen, die Arbeitsplätze, die Wertschöpfung sind weg. Der ländliche Raum blutet aus, stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Mein Gott, glaube ich, habe ich Ihnen Scheiß schon erzählt. Aber es geht bei denen anscheinend in die Köpfe rein. Und deswegen braucht diese Politik Druck. Die braucht von uns Druck ohne Ende, damit sie endlich gegensteuern. Und ich sage euch noch eins. Ich weiß ganz genau, wie die ticken. So doof, wie wir glauben, sind sie nämlich nicht. Die wissen ganz genau,
Wenn wir in 5 bis 6 Wochen wieder auf die Felder müssen, dann reiben die sich die Hände. Weil dann werden wir nicht in der Lage sein, so eine Aktion wie heute zu starten. Oder wie es in den letzten Wochen war. Und deswegen, liebe deutschen Mitbürger, lieber Mittelstand, deswegen brauchen wir euch. Wir müssen gemeinsam, und ich sag's euch eins, wenn wir was geschafft haben in dieser Woche, haben wir gezeigt, dass dieses Land, wenn es will, etwas bewegen kann. Und wir müssen geschlossen zusammenstehen. Lasst euch nicht spalten. Sie haben es versucht. Sie haben es versucht, uns in die rechte Ecke zu drängen. Und ihr glaubt mir eins, ich habe damit Erfahrung. Und sie werden es weitermachen. Sie werden weiter irgendwie versuchen, diesen Spalt in diese Lücke reinzujagen. Sie werden es versuchen. Lasst es nicht zu. Es muss euch scheißegal sein, was sie sagen. Wir stehen als lupenreine Demokraten zusammen und wir sorgen dafür, dass dieses Land wieder auf Kurs kommt. Und dafür brauchen wir Geschlossenheit. Und wie ich weiß ganz genau, seit dem Ahrtal habe ich es gesehen, wenn dieses Land will, dann kann es Dinge vollbringen. Da bewundern uns andere auf diesem Planeten zu. Und ist nicht, ich sage das jetzt mal, weil ich auch einen britischen Pass habe und anders aufgewachsen bin als ihr vielleicht. Es ist nicht schlimm, stolz auf seine Nationalität zu sein, auf seine Nation zu sein, auf Europa zu sein. Und es ist auch nicht schlimm, weil einige Pressevertreter, ich weiß es genau, jetzt schon wieder genau gucken, genau darauf warten. Ich will nicht gemein sein, aber ich habe es gestern schon wieder erlebt, ich habe es diese Woche erlebt. Einige warten nur darauf, uns schlecht zu machen. Wir sind nicht schlecht. Hier steht das Personal von Deutschland, was dafür sorgt, dass wir in der Lage waren, im letzten Jahr 61 Milliarden Euro ins Ausland zu verschenken für teilweise völligen Quatsch. Und wir haben genug Geld, Herr Lindner. Wenn wir allen Ernstes, ich will jetzt nur 2, 3 Dinge sagen, ich habe dazu ein Video gemacht, das ging total viral, aber es ist leider die Wahrheit gewesen. Wenn wir allen Ernstes Spirenzchen machen, indem wir zum Beispiel 10 Milliarden Euro für den Aufbau eines Katasteramts in Kolumbien bereit haben, wenn wir dann Millionen bereit haben, um Treibsand in China irgendwie wegzubekommen, ich habe keine Ahnung, wie die es vorhaben, wenn wir einer Nation wie Indien bis 2030 10 Milliarden Euro, da sind 9 Nullen dran, in den Arsch reinschieben, eine Nation, die zum Mond fährt und China immer noch Entwicklungshilfe bezahlen, dann sind wir bekloppt! Und damit es wieder keiner falsch versteht, ich habe das neulich schon mal gesagt, es ist nicht verkehrt, Entwicklungshilfe zu bezahlen, aber das, was wir da machen, das ist pure Ideologie. Der Afrikaner, die Frau in Afrika, die braucht keine Solaranlage auf dem Dach. Die braucht Bildung. Die wollen rechnen lernen. Das ist vollkommen in Ordnung, in Bildung zu investieren, weil Bildung ist der Schlüssel für alles auf dieser Welt. Aber es ist doch vollkommen bekloppt, irgendwo einfach Peru, also ist für mich das beste Beispiel, Radwege in Peru, ich habe es für Witz gehalten, aber wollt ihr mich verarschen? Das ist eine Frechheit. Erstmal zu Hause die Hausaufgaben machen, wenn da was über ist, dann geben wir es gerne ab. Ich möchte nicht in die Länge ziehen, weil ihr noch einige was sagen wollen, aber ich möchte es nochmal sagen, Freunde. Lasst uns bitte zusammenstehen. Und wenn wir zusammenstehen, das hat die Jahrhunderte der Geschichte gezeigt, wir brauchen 3 Millionen Menschen auf der Straße. Wenn überhaupt. Und die sind wir. Weil in diesem Land haben nach Umfragen 80% die Schnauze voll von dieser Ampel. Und 80% sind ein bisschen mehr als 3 Millionen. Und ich bitte euch, dass wir diesen Druck aufrechterhalten. Wir wollen hier keine Ampel stürzen oder so ein Quatsch. Die Ampel hat die Chance, was zu verbessern. Die hat wirklich die Chance, eine echte 180-Grad-Wendung zu machen und keine Baerbock'sche. Und dann kann die in die richtige Richtung fahren. Aber sie muss es doch wollen. Und wenn sie es nicht will, dann muss sie weg. Ja.
durch und wir kämpfen weiter. Danke. Hallo Berlin. Wir stehen heute vor dem Brandenburger Tor. Die Leute, die machen und die was können. Wir sitzen nicht, wir kleben nicht, wir stehen, weil wir für das gerade stehen können und wollen, was wir machen. Wir stehen hier und können nicht anders. Wir streiken nicht, wir demonstrieren. Wir demonstrieren und können nicht anders. Es ist interessant, dass ausgerechnet die selbsternannten Basisdemokraten in Ministerämtern damit ein Problem haben und reflexartig von Umsturzfantasien schwadronieren, sobald ihnen mit Demos auf die Finger geklopft wird. Wir demonstrieren und können nicht anders. Wenig zimperlich lebt hingegen unsere Regierung die eigene moralische Überhöhung mit Fingerzeig aus. Und wenn wir Land- und Forstwirte jetzt angeblich recht sein sollen, so ist es demnächst der ganze Mittelstand in Deutschland. Und der Mittelstand sollte an der Stelle sich klar machen, dass die Frage des Eigentums, wenn sie einmal zu unseren Lasten bei den Bauern geklärt ist, demnächst beim Mittelstand genauso geklärt wird. Diese Ignoranz gegenüber den Realitäten, die wir bei dieser Bundesregierung erleben, wundert nicht. Denn wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel Wolfskrankenwagen statt Krankenhäusern im ländlichen Raum gewollt sind, Wolfsbeauftragte statt Pflegepersonal, Paläste für das Umweltbundesamt statt Krankenhäusern, Baumflüsterer wie der Wohlleben statt Forstfachleute, Genderdiskussionen statt der Weltwirtschaftslage Beachtung geschenkt wird, Wokeness statt harter Arbeit gewollt ist und Politikerkarrieren statt dem Wohl der Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird als dem, was es uns angeht, dann ist doch wirklich was verkehrt in diesem Land. Was hat das alles mit Realität zu tun? Und wie wollen die bitte regieren? Also demonstrieren wir, denn wir sind tagtäglich gefordert, egal wie das Wetter ist, so zu wirtschaften, dass uns die Banken die Luft nicht abdrehen, unsere Tiere satt sind, unsere Äcker bestellt sind und unsere Wälder im Klimawandel bestehen bleiben. Ich bin immer netter. Danke, okay, haben wir zwei. Guten Tag, Herr Lee, mein Name ist Elia T. Ja, also wir sind ein bisschen fast Namensvetter, wenn es nicht da eine Buchstabe wäre. Auf jeden Fall hat uns heute beide der Bauernprotest hergebracht, und zwar der geteilte Bauernprotest. Nehmen Sie das auch so wahr, dass es in Ihrer Branche wirklich zwei Lager gibt. Einmal die, die vom Landesverband mobilisiert werden, und dann die, die sich ein bisschen selbst mobilisieren. Nicht unbedingt. Also normalerweise würde ich Ihnen ja recht geben, aber seit dem 18. Dezember, seitdem wir hier zum ersten Mal waren, gibt es da wirklich einen unfassbaren Zusammenhalt. Natürlich, ich würde Ihnen jetzt keine Märchen erzählen, natürlich gibt es noch die eine oder andere Nuance, wo man da uneins ist. Aber grundsätzlich stehen wir zusammen und das ist das Wichtige. Und das haben wir in den letzten Wochen demonstriert, dass dieser Berufsstand so zusammensteht und vor allem andere Berufszweige mitnehmen kann. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und das ist das, was mich so positiv stimmt, weil das hatten wir in diesem Land noch nie. So ein Zusammenhalt aus der Mitte der Bevölkerung, aus der Mitte der arbeitenden Bevölkerung, kommt ein Ruck, und ich glaube, das macht einigen drüben im Parlament so ein bisschen Angst. Stichwort einige drüben im Parlament, Herr Lindner war ja heute da, Sie werden wahrscheinlich seine Rede mitbekommen haben. Leider, Die Reaktion der Bauern hier, der Handwerker, der Gastronomen, sehr viele Menschen, die ja hier alle zusammengekommen sind, die war ja relativ deutlich. Ne? Glauben Sie, die Politik hat jetzt diesen Ruf vernommen oder verhallt das? Ich frage vor dem Hintergrund, dass jetzt rausgekommen sein soll, diese Pläne, Ihnen die Subventionen zu kürzen, die sind ja gar nicht so kurzfristig, wie sie Ihnen präsentiert worden sind. Die sollen schon vor über einem Jahr geplant worden sein. Also glauben Sie, der Ruf verhallt oder kommt er an? Also das habe ich aus der Presse auch erfahren gestern, dass das alles angeblich schon länger bekannt ist. Das wäre natürlich ein Abenteuer, wenn das wirklich so wäre. Aber Herr Lindner hat sich keinen Gefallen getan heute. Er hätte besser gar nicht kommen sollen.
und dann ein bisschen Unmut, statt das, was er gesagt hat. Weil das war eine Frechheit. Das kann man gar nicht anders sagen. Also zu erwarten, dass man dankbar ist, dass man von zwei, sie haben Subventionen oder Steuern gesagt, eine zurücknimmt und die andere erst so stückweise herausschiebt. Ja? Das ist eine Unverschämtheit. Und er zeigt uns ganz klar, dass diese Politik es nicht verstanden hat, worum es uns geht. Es geht ja uns gar nicht nur um diese zwei Maßnahmen. Das Abenteuerliche an der ganzen Nummer ist ja, dass die SPD-Ministerpräsidenten, wie Frau Schwesig gestern im ZDF, ganz klar gesagt hat, den Bauern geht es ja um viel mehr und sie haben komplett recht. Auch ich komme aus Niedersachsen, der SPD-Ministerpräsident Weil, der eigentlich ein altes Schlachtross in der SPD ist, sagt es ja auch, ja, dass es eine völlig verfehlte Politik ist. Die Landwirtschaftspolitik der letzten 10, 15 Jahre ist schlechter, als sie sein kann, aber auch im Mittelstand. Ja? Wir haben heute die Spediteure gehört, die Gastronomen gehört. Wir haben keinerlei Hoffnung auf Besserung. Im Gegenteil, uns wird jeden Tag die Luft abgeschnürt. Und ich habe das hier eben auf der Bühne gesagt. Politik hat eine Aufgabe, Rahmen zu stecken, in dem sich ein selbstständiger Unternehmen bewegen kann. Ja? Das nennt man unternehmerische Freiheit, Fähigkeit, und daran unterscheidet sich auch ein guter Unternehmer von einem schlechten Unternehmer. Aber bei uns macht man so. Das heißt also, man legt uns Zwangsjacken an und wir haben das zu machen, was Politik sagt. Und man erdrosselt uns mit immer mehr Steuern, auch wenn Herr Lindner das nicht einsieht. Aber wenn man eine Steuer neu erfindet, wie bei uns, die Kraftfahrzeugsteuer, obwohl wir gar nicht auf Straßen fahren, und dann zu behaupten, das sei keine Steuererhöhung. Nee, es ist eine neue Steuer. Das ist schon an Idiotie gar nicht mehr zu erbieten, sowas. Und genau das Gleiche, wenn der Scholz sagt, im Wahlkampf 7% Mehrwertsteuer in der Gastronomie bleibt. Ja, und der Gastronomievertreter heute hat es ganz klar gesagt, es ist doch schizophren, dass jemand, der To-Go verkauft, 7% behält und damit wir für die Umwelt ja einen Schaden hinterlassen. Ja, das in einer grünen beteiligten Regierung. Das muss man sich alles mal vorstellen, was hier los ist. Und dann aber das Versprechen bricht, 19% darauf packt, eine CO2-Besteuerung einführt, eine Maut einführt, was viele Spediteure die Luft abschnürt. Ich spreche mit denen regelmäßig. Wir werden dann halt von ausländischen Spediteuren platt gemacht. Ja? Und wir werden dann in der Landwirtschaft genauso platt gemacht, wenn wir Freihandelsabkommen mit Südamerika platzieren, die gar keine Auflagen haben. Das ist doch ein Witz. Ja? Das ist ungefähr so, als ob die spielen Fußball und man bindet ihnen ein Bein hoch, ja? Und man macht ihnen noch eine Augenbinde vor und dann sage ich, spielen sie mal gegen FC Bayern München. Ja? Und wundern sich, dass sie verlieren. Und dann feiert man sich hier allen Ernstes für eine Politik mit Wachstum, mit sonst irgendwelchen Blödsinn, den man uns erzählt. Und wir sind das einzige Land, das müssen Sie mal vorstellen, das einzige Land mit negativem Wachstum. Ja, diesen Begriff kannte ich vorher gar nicht. Dass man aus Scheiße noch Marmelade macht, anders kann man es ja gar nicht sagen. Das ist an Dummheit gar nicht mehr zu erbieten. Und dann erwartet man von uns, dass wir als Unternehmer einfach ganz brav das alles mitmachen, die Steuern bezahlen und die Schnauze halten. Nein, das Land hat die Schnauze voll. Gut. Ich danke Ihnen für den Moment. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich würde Sie sehr gerne in ein Interview einladen. Das können wir ganz remote machen. Ich habe Studiosendungen, würde ich Sie sehr gerne mit dazuschalten, weil ich glaube, Ihr Kampf ist ja noch nicht vorbei. Nö, garantiert nicht. Und Sie werden bestimmt noch Kommunikationsbedarf haben. Es ist haben. Ja auch nicht unser Kampf, ja, also nicht der Bauern. Es ist der Kampf für ein besseres Deutschland, das da muss man mal so sagen. Bin ich vollkommen bei Ihnen. Und deshalb, glaube ich, haben Sie auch so eine hohe Anschlussfähigkeit und ich hoffe, dass Sie dieses Momentum nutzen, das Sie jetzt begonnen haben. Herr Lief, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ihnen. Alles klar. Tschüss.